Wow, ihr Pferdenerds und herzlich willkommen zum nächsten Türchen. Wir sind gerade mit den Ponys unterwegs. Das muss auch immer wieder sein. Gerade hier mit Bambi Mausi müssen wir noch ganz schön viel üben. Wer das verpasst hat, wir haben ein Video noch dazu gemacht. Da sind wir mit ihr zum ersten Mal als Handpferd draußen. Und jetzt wollen wir das hier halt immer mehr einbauen. Suchen uns so kleine Strecken raus. Und heute ist mal die Jodie mit dabei. Letztes Mal war es ja die Hayley. Die Jodie ist allerdings so, ja, nur so semi-hilfreich. Die schubst nicht so viel von hinten. Aber sie bringt einen schönen Ruhepol mit rein. Das finde ich eigentlich ganz gut. So. Und wenn man die ersten paar Meter geschafft hat mit Bambi, dann läuft es jetzt auch ganz gut. So, ne? Ja. So, genau. Jodie Maus macht das hier eigentlich alles ganz easy. Wir nutzen da manchmal so die Gelegenheit, wenn wir gerade eh eine Doppelstunde hatten, dass wir dann die Pferde mitnehmen, die gerade im Unterricht liefen, um die einfach nochmal, ich sag jetzt mal, trocken zu reiten, gemütlich im Schritt und sowas dann gleich mitzuüben, damit wir so ein bisschen unsere Zeit hier optimieren. Weil jetzt gerade im Winter haben wir halt effektiv eigentlich nur 6 Stunden Zeit, ne? Also vielleicht 7. Ja, wenn es gut läuft, sind 7 Stunden und in der Zeit allen Unterricht und Misten und Pferde versorgen und das Training unterzukriegen, ist schon spannend. Ja, Licht soll es auch bald geben, aber ja, gerade ist halt einfach das Problem, dass uns die Zeit wegrennt und wir dann schauen müssen, ob wir noch Sachen in den Boden reinkriegen. Da, ja, werden wir mal sehen. Naja, und die Pferde sind heute auch ein bisschen... Jodie, ein bisschen hippelig. Ich glaube, weil die Kühe sich da hinten immer ein bisschen melden. Oh, hoppala. Das ist ein Trauma. Mein Apple-Trauma. Hm? Ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzählt habe. Das ist auch schon 3 Jahre her oder so. Oder 4 mittlerweile. Das war damals mit Blue. Die ist, ja... Die hat mich quasi in ein äppelndes Pferd einfach reintreten lassen, komplett. Also ich war hinter dem äppelnden Pferd, das äppelnde Pferd, der Chappy von Anso, der blieb einfach stehen. Und Blue fand das super geil, in die frischen Pferdeäppel sich so reinzudrücken und zu schieben. Mein ganzes Bein, mein Fender, mein halbes Pad, das war alles vollgeschissen. Seitdem ist immer so, oh Gott, nein, ein äppelndes Pferd, ah, stopp. Ja. Aber die Blue hatte ein bisschen, naja, die hat ein bisschen länger gebraucht zum Anhalten. Mit ihr geht das hier eigentlich ganz gut. Jutti, na dann, gehen wir noch eine kleine Runde. Bambi macht das prima. Ihr habt vielleicht gemerkt, wir biegen nicht immer da hinten irgendwie ab, wer unsere Ausreit-Vlogs ein bisschen kennt. Sondern wir gehen jetzt hier mal um dieses Feld herum. Es sind so 5 Hektar Feld, glaube ich, knapp. Und da reiten wir jetzt einmal rum, sind wir in 10 Minuten wieder zurück. Also denn... Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch gerne mit Handpferd reitet oder ob ihr das mal ausprobieren wollt. Bin ich mal gespannt, wer das eigentlich auch so macht. Bei uns ist es so, naja, wird langsam Alltag, sagen wir mal so. Ne? Also dann wünschen wir euch noch eine schöne Adventszeit und bis zum nächsten Türchen.